Bürgerpreisverleihung 2014 im Schloss Herten. Bei uns steht Erika Springstub und Karl Ott. Beide sind vom Freundeskreis Arras, der als einer von drei Freundeskreisen in der Kategorie Kultur ausgezeichnet worden ist. Frau Springstub, was ist der Zweck Ihres Vereins? Der Zweck unseres Vereins ist die Begegnung mit Franzosen. Franzosen kennenzulernen, zu wissen, wie die funktionieren, wenn ich mal das so sagen darf. Und eben auch auf einer anderen Seite her. Ne? Nicht nur, dass wir wissen, wie sie funktionieren, sondern auch, dass sie uns kennenlernen mit unseren Eigenarten, mit unseren Besonderheiten. Und ja, das liegt mir sehr am Herzen. Wie setzen Sie das um, Herr Ott? Nun, begonnen hat das mit Treffen. Wir haben einen Partnerverein in Arras und wir treffen uns regelmäßig. Am letzten Wochenende waren 60 Freunde aus Arras bei uns zu Besuch und am kommenden Wochenende fahren wir mit 20 Mann nach Arras. Wir wohnen dort bei unseren französischen Freunden, also überwiegend nicht im Hotel. Und wir schauen einfach mal so, wie die leben, was die machen. Das ist das eine. Das andere ist, wir denken, wir haben auch eine Aufgabe in politischer Bildung in den allgemeinen Raum hinein. Das heißt, wir versuchen Vorträge zu organisieren, die einfach auch das gegenseitige Verständnis fördern sollen.